ihr könnt euch ja mal kurz vorstellen, wenn ihr wollt. Die Dame vielleicht zuerst. Sabine Schmidt aus Darmstadt, Karlstraße. Und wer bist du? Marco Hebecker. Ich wohne jetzt seit 12 Jahren in Darmstadt. Seit 4 Jahren gehe ich ins Stadion. Und wir haben es gerade festgestellt, vor 2 Jahren hätten wir uns nicht träumen lassen, dass wir jetzt hier stehen und uns auf eine Erstliga-Bepflanzung vorbereiten. Nee. In der Mitte haben wir hier erstmal diesen Gedenkstein. Ne? Und das ist ja eben, das ist ja praktisch sozusagen erstmal das Zentrale hier. Ein Naturkunstwerk. Ja, könnt ihr mal kurz erklären, was ihr denn jetzt hier genau macht? Also wir haben euch jetzt schon Gärtnern gesehen. Okay, wenn du mal kurz auf dieses Beet gehst, ja, dann wirst du den momentanen Zustand sehen. Also das ist, was ich nenne, Betonerde. Also das ist einfach sehr, sehr traurig, das Ganze. Und das werden wir genau wie das andere Beet aufhacken. Wir versuchen, das Unkraut zu entfernen. Die Hibiskus lassen wir natürlich stehen, weil das sind auch Schattenspender, weil wie du siehst, die Sonne knallt hier ganz schön drauf. Und dann werden wir natürlich versuchen, in den Vereinsfarben blau-weiß zu setzen, möglichst lange blühend. Das wird jetzt auch erst die Erstbepflanzung, im Herbst machen wir weiter. Da werden Lilien gesetzt, vor allen Dingen hier rund um den Gedenkstein, die blühen dann im Mai. Und was uns sonst noch so einfällt, ne? Also ja, da kommt dann noch was nach, also das ist erst der Anfang. Jetzt erzähl doch mal, was bewegt euch beide an einem Samstagmorgen, wo es jetzt schon gefühlte 60 Grad ist, hierher zu kommen und ja, diese Beete hier um zu hacken und die ein bisschen zu präparieren? Das hat mich meine Frau heute Morgen auch gefragt. Eine passende Antwort habe ich dazu nicht gehabt. Nein, der Termin war einfach vereinbart. Wir wollten zusammen loslegen und fertig. Und dann machen wir das jetzt einfach als größere Herausforderung. Die Lilien haben es von der 3. bis in die 1. Liga geschafft. Also werden die das jetzt auch mal an einem Samstagvormittag schaffen. Die sind jetzt im Trainingslager. Ich meine, die rennen ja auch auf dem Platz rum. Und seid ihr nur zu zweit oder gibt es noch quasi mehr von euch Gärtnern hier? Sind zu dritt. Die Conny ist gerade auf dem Heinerfest engagiert, was ja parallel auch noch stattfindet. Und sie wird uns dann auch beim Gießen und in der nächsten Runde komplett unterstützen. Ja. Und seid ihr einfach Hobbygärtner auch zu Hause oder macht ihr das sogar beruflich oder wie sieht das aus? Hobbygärtner. Wir üben seit für Jahren zu Hause. Sehr gut, Marco. Was hat euch denn bewogen, euch hier zu melden und zu sagen, okay, ich mach das oder wir machen das? Einfach einen kleinen Beitrag leisten zu dem, was wir hier erleben. Das Ganze lebt nur vom Engagement aller. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, die wir beitragen können, dann haben wir trotzdem unseren ganz kleinen Anteil an diesem richtig geilen Verein. Ja, was machen wir hier? Die machen wir aus Betonsand. Das ist schon recht fest gewesen hier, die Erde, oder? Also absolut. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier einen Grund reinkriegen und da drüben. Ich nehme dich gerade mal mit. Ja. Haben wir noch das, was dann drauf soll. Und dann schauen wir, dass wir jetzt die neue Erde drauf kriegen. Was ist das für Erde? Ganz biologische Pflanzen- und Kübelerde. Nur das Beste. Wie ist der Plan? Wie oft wollt ihr jetzt immer nach den Beeten schauen? Ja, eigentlich bei den Temperaturen jeden Abend. Wir wohnen unweit von hier, das heißt ein bisschen gießen. Gucken, ob noch alles vorhanden ist. Und ansonsten halt immer vor den Heimspielen ein bisschen mehr, damit wenn jemand kommt, damit es auch repräsentativ aussieht. Was habt ihr denn da für Blumen gekauft? Was haben wir denn hier alles? Also wir haben weiße Rosen, eigentlich Bodendeckerrosen, aber dafür sind sie, naja, also es sind auch Bodendeckerrosen, also die werden nicht viel höher. Und dann haben wir Ziersalbei, das ist der blaue hier. Dann haben wir ein bisschen Lavendel, soll angeblich Läuse fernhalten von Rosen. Und dann haben wir Diamond Frost, nennt sich das, soll sehr gut in der Sonne gedeihen. Und hinten haben wir noch Glockenblumen. Okay. So, das sieht ja hier schon ganz gut aus. Jetzt werden hier also die ersten Pflänzchen gesetzt. Ja, ihr seht, das erste ist fertig und wir haben jetzt hier unseren ganzen Tag verbracht
Wir würden uns riesig freuen, wenn das Ganze nicht den Bach runtergeht, weil irgendjemand der Meinung ist, das ist eine Müllhalde oder ähnliches. Und wir wären euch sehr dankbar, wenn ihr einfach ein bisschen drauf Acht gebt. Und Zigaretten gehören in den Mülleimer, genauso wie Kronkorken. Und alles andere hat da drin auch nichts zu suchen. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Lasst euch das Bier schmecken und trinkt es einfach aus. Die Blumen trinken lieber Wasser. Ich hoffe, das kann man verstehen. Ich nuschel ja immer.